Hallöchen, uns fehlt noch ein Stern. Und jetzt habe ich nach der letzten Folge nochmal rumgeguckt und ich habe eine Gegend gefunden, an der wir noch, bei der wir noch nicht waren, in der wir noch nicht waren. Wie sagt man es richtig? Ist egal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt dahin, zu dieser Gegend. Dafür müssen wir hier runter und ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, wo ich hingesprungen bin. Ach. Der doofe White Mario ist. Man weiß nicht, ob er den Kick macht oder ob er einen Hechtsprung macht. So. Jetzt sind wir oben. Wir müssen nach oben. Na, oh, ich hasse die Wandsprünge langsam. Na. Na. Langsam habe ich echt genug von Wandsprüngen. Oh, mach doch den letzten Scheißsprung. Noch, warum hast du nicht. Wir sind oben. Und hier waren wir noch nicht zusammen. Wo ist der Lakito? Der nervt sonst. Muss erst mal sterben. Ja, hier gibt es eine Springbox. Die rote Kiste habt ihr schon gesehen. Und ein Auge. Und dann gibt es hier noch unten. Für noch ein paar Plattformen lang, da gibt es einen Haufen Münzen. Haben wir alles nicht gebraucht bisher, diese Gegend. Jetzt brauchen wir den hier. Den hier brauchen wir. So, in der vorletzten Folge, ich glaube, das war Folge 25, ich weiß jetzt gerade nicht. Beim Durchgucken für Toopnails habe ich was entdeckt. Und zwar ist hier eine Nische, die haben wir gerade auch wieder kurz gesehen. Die habe ich gesehen, als wir da die Wandsprünge gemacht haben. Oder ich da. An der Stelle. Kann man das sehen kurz. Dass da was ist auf jeden Fall. Dass da auf jeden Fall ein Eingang ist. Ich hoffe mal, da ist jetzt der Stern. Ansonsten dürfen wir hier wieder rumfliegen. Es ist nur ein Rare-Objekt. Toll. Mysterious Hidden Object 3 auf 5. Do you see it? This object is full of shining glory. Someone brought it here in 2002. That day was certainly a dark day. Some people say this temple was built that day. Well, I don't think so. But I'm sure there's something missing. I remember there was a golden letter somewhere. Why would somebody throw this object away? We may never know if its glory will return one day, but right now I doubt it. Kein Set, sorry. Poor Bear und Bird. Das, ja, das. Das goldene R haben wir schon gefunden. So, jetzt müssen wir nur den Stern finden. Stern finden! Ah! Ach, Gott. Wo könnte der sein? Hinter. Ja, toll, jetzt, der kann ja überall sein. Der kann ja überall sein. Ja, zu viel Geschwindigkeit. Nicht gut. Ja, wir sind schon an vielen Stellen einfach runtergesprungen, da habe ich keinen gesehen. Da unten war der eine Stern. Hier wird da wohl auch nicht sein. Unten an der Spitze vielleicht bei irgendwas. Nee, da ist auch nichts. Bei der Stelle, wo die acht roten Münzen, der Stern für die acht roten Münzen war, im letzten Level? Ja, okay. War denn doch simpel. Haben wir wenigstens das Level jetzt abgeschlossen. Wunderbärchen. So, wieder hoch. Noch zwei Türen. Und uns fehlt noch. Wir haben 144 Sterne. Glaubt, es gibt nur 150. Wäre irgendwie logisch, wenn es nur 150 gäbe. Dann dürfte aber nur noch ein Level sein, soweit ich weiß. Weil das Schild sagt. Pist! I know a dark secret. I've heard there are six stars in a level. I forgot its name.
Drauf, I think it had something to do with Colorful Rocks. Und Colorful Rocks ist das, ist die vorletzte Tür. Also, da steht Crystal Palace dran an dem Schild. Und Kristalle sind Colorful Rocks. Und in diesem Level sind 6 Sterne und der hätten wir 150. Aber was ist denn das hier? A bonus for people who can stop playing this game. You need 125 Sterne. Tour um den Store. Bla bla bla. Rosa Bob Omb. Ne Banjo Kazooie. Nuts and Bolts CD. Mysterious Hidden Object 5 und 5. Okay, dann haben wir schon mal das. Obwohl, uns fehlt jetzt noch eins. Es wird dann wohl in Crystal Palace sein. This object displays a lot of creativity and innovation. Legends are telling that this object has the power to split up groups of people who once were the same. So split up groups, either hate or love what has happened. Was it a good idea to create this magical object? Let's see if the future has more of their mysterious objects to offer. I for myself hope so. Ja, okay. So, und du machst jetzt eine Kanone auf, oder was? Hey Mario, nice to see you again. I was trapped in here since we last meet. Wow, you really got so many stars. Amazing, you really are a fat pl hero. Fat Plumper, oder was? Ja, ein Fat Plumper. Ja, er ist ein bisschen dick. I'm sure it wasn't easy to get this far, or did you cheat? Be honest. Well, now you may think you're almost done, but if you are okay with it, I have some more tasks for you to do. I've read somewhere in the internet that there are 5 well-hidden objects in this game. All of them are in this temple, 1 per star door. Can you find them all? And if that's not enough, check out the medal challenge that came with this game. Okay, die Hidden Objects haben wir jetzt eigentlich fast. Da fehlt uns noch eins. Ja, vielleicht finden wir das auch noch. Ansonsten ist mir eigentlich auch egal. Die Medaillen-Challenge ist mir auch egal, weil alle Münzen in diesem Spiel zu sammeln, habe ich keinen Bock. The Crystal Palace, ja. You need 110, ja. Call of the Rocks, die letzten 6 Sterne werden hier drin sein. So. Welcome to the New World. Ja, das ist ein Bonus-Level, beziehungsweise Bowser-Level. Bowser's Crystal Palace. Ein Schild, was gelesen werden will. This is it. The final level. The Crystal Palace. Too bad most of the crystals are missing due to some, let's say, software problems. Anyways, if you have camera problems, remember to zoom in. Many people ignore this kind of message. Just fooled. Ja, alles Narren. Oder Flaschen. So, gucken wir uns mal den Block hier an, den schwarzen. Das ist ein Eingang. Das sind auch Eingänge? Ja, oder Ausgänge? Großer, fetter, schwarzer Block. Ich setze mich mal hier ins Safe State. Okay, hier können wir nicht verweilen. Aber auf der können wir wieder verweilen. Außer uns kommt jetzt was entgegen. Nee. So, da ist eine rote Münze. Ja, 8 rote Münzen sammeln, natürlich. Da ist ein Stern. Wie kommen wir an den ran? Indem wir von oben runterspringen, oder was? Ja, schön, dass der so markiert ist mit der roten Wand. So, dann wollen wir mal rüber. Und hier ist dann der Platz für die 8 roten Münzen. Oder den Stern dafür. Twice the amount or else there won't count. Ja, toll. Jetzt mein Englisch ist jetzt nicht so. Oder sie werden nicht zählen. Was der Anfang bedeutet, weiß ich jetzt nicht. Mein Englisch ist scheiße. Hey, you listen closely. This is how this level works. As you see, there are 3 different routes. You can use the left one, cause there is deadly quicksand. Instead, use the right way and use the Koopa shell you find at the end. If you manage to beat both paths, the cannon can be opened and you can take the path in the middle. Aha, aha, aha. K
Kanone ist in der Mitte. And don't try to get past it without the cannon. The dark matter will kill you. Good luck, Chris, the Sting Painter. Oh wait, one game. Aha. Ich kann da nicht lang? Wenn mir jemand sagt, ich kann da nicht lang, dann sage ich, ich mache Walljumps. Scheiße, jetzt habe ich gespeichert. Jetzt habe ich gespeichert. Das war eine scheiß Idee. Das war eine scheiß Idee. Scheiße. Scheiße. Ah, fuck. Moment, das könnte funktionieren. Das. Ah, verdammt. Was ich vorher schaffen muss, ist ihn richtig hinzustellen. Verdammt. Dass ich Millimeterarbeit. Och, verdammt. Das ist nicht gut, dass ich das jetzt. Das ist gut. Hm? Ja. Ja. Funktioniert das? Müsste es schaffen, dass der sich denn da vielleicht festhalten kann? Wenn er. Ja, glaubt, er kann sich da nicht festhalten. Doch, er könnte sich dran festhalten. Das habe ich nur zurückgezogen. Er kann sich festhalten! Dann können wir das auch nochmal speichern. Wer braucht Kanonen, wenn er. Skill hat! Ha! Abgekürzt! Wir müssen den Weg da nicht gehen. Den linken und den rechten Weg. Hallo, Shakya. So. Moment. Da ist der Eingang zu Bowser, würde ich meinen. Ja, jetzt haben wir im Prinzip das halbe. Wir haben das ganze Level abgekürzt. Würde ich meinen. Und was ist da? Das ist ein Stern. Okay, wissen wir das schon mal. Von hier aus ein Weitsprung. Der Anlauf. Ja, der Anlauf würde reichen. Ich muss nur richtig zielen. So. So. Jetzt sind wir bei Bowser. Was bringt mir das? Holen wir uns jetzt den Stern oder. Wie sieht's aus? Was ist da unten? Ja, entweder holen wir uns jetzt den Stern und dann müssen wir dann eh den normalen Weg machen. Aber erstmal gucke ich unten nach, was hier unten ist. Also, ja, man muss einfach nur dann die Kanone aktivieren. Ja, den Stern, den könnten wir eigentlich gleich holen. Kommt doch mal, was jetzt hier ist. Oh. Das ist doch nett. Noch. Aha. Dadurch, dass wir jetzt natürlich die Kanone noch nicht aktiviert haben und das alles abgekürzt haben, können wir jetzt nicht. Ach, von hier aus könnte man denn aufs Dach oder wie? Ja, toll. Ja, wir müssen den Weg eh nochmal machen. Aber wir haben das letzte Objekt gefunden. Mysterious Hidden Object, 4 von 5. This object displays perfection. At least that's what I think. Having friends to help you out is always nice, but sometimes there are tasks you need to do on your own.
Connect the worlds and show me your moves. Will we ever see the glory again? This question remains unanswered. Banjo-Tooie dürfte das sein. Ja, speichere ich das mal. Wo wird mich das hinführen? Ach nee, das ist nur ein Dach. Das ist nur ein Dach, okay. Das ist nur ein schräges Dach gewesen. Da ist ein Stern. Das. Aha. Aha, aha. Hier sind schon mal zwei Münzen. Moment. Das ist der Weg zu diesem Stern. Würde ich meinen. Okay, normalerweise würde man von hier aus dahin kommen. Den hole ich jetzt auch noch nicht. Ich möchte erstmal wissen, ob ich vielleicht den Eingang zu finde, ob ich irgendwie den Bob Omb vorher treffe, damit ich die Kanone schon aktivieren kann. Da könnte man das hier ganz schön abkürzen, alles immer. Moment, ist das der? Was haben wir hier? Flieg erstmal die andere Richtung nochmal ab. Hier ist ein Leben, das interessiert mich einen Scheiß. Da ist nochmal ein Stern. Aber hier. Okay, hier dürfte man wohl mit Walljumps vorbeikommen. Ja. Hier ist nochmal eine rote Münze. Da ist nochmal eine rote Münze. Oh, das ist nicht. Verdammt! Verdammt! Oh. Wo geht's jetzt hier lang? Wir können ja gleich neu laden. Ach, sehr schön. Aber das ist nämlich ein abgekürzt. Wir haben die Kanone geöffnet. Hey, sehr, open up the cannon for you. Ja, jetzt. Wozu brauche ich jetzt noch die Kanone? Also die? Die brauche ich gar nicht. The cannon is activated. Come on, hop in. Muss ich jetzt da runterspringen? Wir haben die Kanone. Wozu brauche ich die jetzt noch? Moment mal, sind wir jetzt an der Ebene vorbeigeflogen? Au. Und wieder in die Kanone rein. Okay, was machen wir jetzt? Wir können jetzt da durchschießen. Das wäre eigentlich das Ursprüngliche gewesen. Na, jetzt holen wir uns halt den Stern hier. Im Prinzip hat uns die Abkürzung nicht wirklich viel gebracht. Außer, dass wir jetzt die Kanone aktiviert haben. Aber wir müssen den Weg ja eh machen. Ach, verdammt. Was mache ich denn da? Daneben! Speichern. So haben wir den Stern schon mal. Wir wissen aber schon mal, wo ein paar Sterne sind und wie wir die am besten rankommen. Mit Fliegen nämlich. You got a bonus da. Ja, was mache ich denn jetzt?
Hol ich die restlichen Sterne? Oder mache ich jetzt den Weg normal gehen und die roten Münzen unterwegs einsammeln? Eigentlich waren schon ganz schön viele rote Münzen oben. Ja, ein paar wird er trotzdem wohl unten. Vielleicht hat er zwei im unteren Schloss versteckt. Hier war Treibsand. Ja. Treibsandlabyrinth, da wird da bestimmt auch noch eine sein. Das hier ist der normale Weg, voll mit Lava. Und das auch, das ist schon die erste. So. Hm? Der hat mich nur um 1 geheilt. Hat eine 0 angezeigt. Hey! Heil mich um 2, du Scheißding. Warum ist das denn jetzt 0? Ist das verbuggt oder was? Hä? Muss ich jetzt alle roten Münzen einsammeln? Sind das mehr als 8? Ach, verdammt. Muss mal heilen. Da oben ist ein Stern. Da und da ist ein Eingang. Bäume und sind mehr als 8 rote Münzen. Das sind mehr als 8, die es hier zu holen gibt. Verdammt, wie komme ich jetzt an die ran? Indem ich nochmal runterspringen. Und wieder hochspringen. Und in den Tod springen. So, dann speichern wir mal hier kurz und dann springen wir kurz runter. Aber nehmen ein bisschen Schaden, ist okay. Jetzt gehen wir eh wieder. Ach. Jetzt hat er mich um 2 geheilt. Kannst dich entscheiden. So, jetzt speichern. Ich möchte nicht bei jedem Sprung speichern, das ist ja kacke. So. Aha, aha. Das ist der Eingang. Abgrund. Abgrund ist tödlich. Denn, also, lasst uns Abgründe überwinden. Okay, jetzt sind wir hier. Moment, kann man von da aus nicht... Da ist eine Decke drüber. Aber das ist doch nicht umsonst da. Ja, da ist ein Eingang. Okay, das wird der Eingang für den... Stern da sein. So, macht das. Schnell, 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 schnell! Geh dich! Nein! Drehen, drehen, drehen! Ach, Kamera! Drehen, drehen, drehen! Ach, verdammt, ich sollte da einen Weitsprung machen, am besten. Ach, und ich sollte allgemein Weitsprünge machen. Außer bei den ersten. Oder ich lasse es sein. Bei den ersten hat es ja noch prima funktioniert. Ach, fuck. Ich hab den Weitsprung nicht geschafft. Ach, lauft nicht von selbst runter.
will jetzt die roten Münzen machen. Ach, mach den Scheiß! Oh, rutscht der da irgendwie da dran vorbei? Hätte er sich auch festhalten können oder drauf landen können? Nein, er muss da irgendwie komisch vorbeirutschen, glitschen. Mach doch mal, was man dir sagt. Nein! Noch, komm! So schwer ist es eigentlich dann auch wieder nicht. Oh, fuck. Ich habe immer Probleme beim Drehen mit Mario. Da läuft er oftmals denn komisch rum. Manchmal läuft er halt von automatisch los. Ach. Was? Warum machst du das nicht? Was ist jetzt dein Problem? Der springt nicht. Och! Fuck! Vielleicht mit einer anderen Sicht. Toll, der dreht sich die Kamera nicht. Aber wir haben es wenigstens geschafft. So, da war der Stern. Ist egal. So, waren wir jetzt hier. Hier ist nochmal, aber hier sind nochmal Münzen. Okay, okay. Ach Gott, Kamera. Daneben. Drauf. So, Münze habe ich. Kam da gerade ein Powerpilz-Geräusch? Lande drauf. Okay, den speichere ich auch nochmal. Das war ein Powerpilz-Geräusch. So, und jetzt sind wir wieder in der Mitte. Und da ist eine Box. Ich speichere mal. Das dürfte jetzt der Panzer sein, der Cooper-Panzer. Na, oh, fucking. Ich würde gern hier irgendwie kurz speichern. So ist gut. So, dann
Das Leben. Das ist eine rote Münze. Irgendwie war das, wenn man springt, dann geht der Panzer nicht kaputt, wenn man gegen eine Wand springt. Außerdem kann man den dann besser steuern. Da ist Sackgasse. Da ist Sackgasse. Kann ich speichern? Aber hier. Ach. Da ist so eine rote Münze, die will ich haben. Da ist so ein Leben, das will ich nicht. Das brauche ich nicht. Hier ist Ende im Gelände. Speichere ich hier nochmal. Okay, hier brauche ich wohl das Dings nicht mehr. Nein! Die Scheißdinger. So. Da! Darf ich mich mal kurz umgucken? Lass mich in Ruhe. Ach, macht mir auch noch Schaden. Verpiss dich. Ach, fucking. Pfui, die kann ich doch nutzen, um dahin zu kommen. Genau. Wie komme ich an die ran? Mal sehen, ob ich das hinkriege. Ein bisschen. Sehr schön. Funktioniert sogar. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein! Mann! Und ich will es auf die Plattform schicken. So, jetzt war ich hier noch. Und da denn lang. Heißt, ich darf jetzt. Um denn hier zu landen, um mich denn. Okay, ich speichere mal kurz hier unten. Sollen wir mich. Ansonsten den Salat. Das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Na. Ich will den missbrauchen, dass er mich da hochschickt. Schaufeltyp. Schick mich rauf. Jetzt schmeißt er mich viel stärker als vorhin. So, sind wir wieder oben. Ah, fuck. Kannst du dich noch ein bisschen drehen? Okay, dann speichern wir hier kurz. Dann soll er mich denn. Okay, ich muss den erstmal hier hinlocken, damit er mich denn da hochschmeißt. Ah, das war auch wieder zu weit. Oder nicht weit genug diesmal. Na, fuck. Scheißteil. Komm her. Dann schmeißt du mich so rauf. Gut. Okay, und hier ist der Wandsprünger. Oh.
Ach. Nein, die Kamera. So, jetzt sind wir hier. Ein paar Münzen sind wir wieder geheilt. Sehr gut. Mach mal hier. Mach mal hier nicht so ein Herz. Okay, die Münze ist noch einfach zu holen. Wenn ich nicht daneben springen würde. So. Und nächstes. So, die Münze. Dürfte so gehen. Mist, da springe ich rüber. Das könnte ein bisschen kniffliger jetzt werden. Verdammt. Verdammt. Mann. Mann. So, und jetzt... Oh, den Weg jetzt... Hä? Soll ich da hochrutschen? Funktioniert das? Ja, das geht. Okay, das geht sogar einfacher als das Hochgefliege vorhin. Fehlt uns jetzt eine Münze? Ah! Uns fehlt trotzdem eine Münze. Scheiße, wo habe ich eine Münze übersehen? Ist hier oben eine Münze? Ich habe auf dem Weg eine Münze übersehen. Mann, nein! Ich laufe den Weg zurück. Ich glaube, das macht sich einfacher. Verdammt! Nee, macht sich nicht einfacher. Fuck! Ja, wo haben wir jetzt die Münze? Ich hab... Da ist ein Schatten. Da ist ein Schatten! Da ist die Münze! Gut, dass ich zurückgelaufen bin. Ja, wie komme ich jetzt daran? Sehr schön. Ja, ist okay. Jetzt dürfen wir wieder dahin laufen. Ist okay. Nee, man sollte vielleicht die Kamera entsprechend wieder anpassen. So, wieder da hoch geschwungen. Jetzt brauchen wir da im Prinzip nur runterspringen. Au! Und wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Und die nächsten Sterne haben wir schon mal. So, dann werde ich jetzt... Ich werde noch einen Stern holen. Dann haben wir 3 Sterne diese Folge, 3 Sterne nächste Folge mit Bowser denn wahrscheinlich. Der ist hier vorbei. Nächste Folge ist schon die letzte Folge. So schnell geht das. Nächste Folge ist schon die nächste... die nächste Folge ist schon die nächste Folge. Stellt euch vor. Okay, Ja. Dann holen wir uns jetzt
Dann holen wir uns jetzt den Stern da. Jetzt hätte ich fast diesen Sprung verkackt. Und den hier auch. So, dafür brauchen wir jetzt eigentlich nur noch in die Kanone springen. Uns rüberschießen lassen zum... zur roten Box gehen. Und gut ist. Und hinfliegen. Und eigentlich könnten wir auch... oder wir holen den anderen Stern, je nachdem. Es gibt ja noch den anderen Stern, der da ist auf diesen... auf diesen... Vorsprung oder Turm, was war das? Ich könnte auch... dahin... noch. Ich mach das wieder so. So, der... der Dings war hier. Das war knapp. So, rote Kiste. So, in welche Richtung war das jetzt? Boah. So, jetzt einfach einmal rumfliegen. Bis zum Anfang. So, wie muss ich die Kamera... ah! Moment mal, hier oben ist der eine Stern. Ja, jetzt sind wir zu tief. Dann holen wir jetzt den hier, der gleich um die Ecke ist. Hoffentlich sind wir jetzt nicht so tief. Nee, wir sind genau richtig. Wir sind genau richtig. Wunderbärchen. Und den Rest dann beim nächsten Mal. You got a bonus da. Ja, den Rest beim nächsten Mal, denn bei der wahrscheinlich letzten Folge. Außer ich stelle mich dann bei Bowser total dumm an oder so. Oder bei den anderen Sternen. Ja, bis dann. Glück auf. Euer Hyde. Tschüss.